Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres WWE 2K19 Universe Modes. Wir sind in Woche 2 und Road to SummerSlam und begrüßen euch zu Monday Night Raw. Meine Damen und Herren, willkommen zu Monday Night Raw. Und ja, neue Woche, die Agenda bleibt dieselbe. Es gibt einen Job, den man noch dringend machen muss. Aber zurück zum Thema. Heute nächste Ausgabe Raw in, darf ich bitten? Danke. Rosemont, Illinois, meine Herren und Damen. Und ja, guten Tag zusammen. Ein wunderschön. Und bevor wir zu eigentlichen Matches kommen, sieht man Backstage mich, der von Sami Zayn eben halt begrüßt wird. Und er zu mir sagt nochmal, ja, Daniel, es tut mir echt leid, was da bei SummerSlam passiert ist. Ich wollte eigentlich die Glorie bringen und hab eigentlich Ambrose ein für alle Mal in seine Schranken weisen wollen, aber ja, es lief nicht so, wie ich wollte. Es tut mir leid. Ich antworte darauf so, mach dir keinen Kopf, Sammy. Du hast gezeigt, dass du technisch ihm weit überragend bist, dass du diese Firma für die nächsten Jahre noch prägen wirst. Mach dir keinen Kopf, da mache ich dir nach diesem Match keinen Vorwurf. Du hast diesen Mann ganz knapp vor der Niederlage gehabt, also mach dir keinen Vorwurf, definitiv nicht. Er sagt so, ja, aber es ärgert mich trotzdem, ja. Verstehe ich auf jeden Fall, aber es gibt was Wichtigeres zu tun. Komm mal bitte in mein Büro, ich muss eine wichtige Sache mit dir besprechen. Ja, worum geht's denn? Ja, das sollte vielleicht nicht unbedingt hier einer mithören. Reden wir im Büro, okay? Er etwas, okay? Gut, von mir aus, gerne. Ja, und so begeben wir uns beide ins Büro und damit endet dieses Segment. In diesem Sinne, damit beginnen wir die eigentliche Show Monday Night Raw. Und sie beginnt mit meiner Wenigkeit, der als General Manager rauskommt und auch nochmal alle begrüßt. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Monday Night Raw. Seid ihr heiß? Yeah. Ich bin auch sicherlich heiß. Aber ihr werdet euch sicherlich fragen, warum bin ich hier? Warum bin ich jetzt draußen? Und es gibt eine ganz einfache Antwort darauf. Ich habe ein bisschen, worüber ich mit euch reden möchte. Ich habe so ein paar Gedanken in meinem Hinterkopf. Und wenn ihr die letzten Wochen und Monate verfolgt habt, ich bin nicht unbedingt zufrieden mit dem einen oder anderen, was hier abläuft. Ich weiß nicht, ob das euch so geht, aber ich erzähle euch mal ein bisschen in dem Sinne. Folgendes. Vielleicht mal eine Frage an die Crowd als solches. Wisst ihr ungefähr, vielleicht sogar wisst ihr genau, wie viele Superstars bei Monday Night Raw unter Vertrag sind? Nur Wrestler. Keine Crew, keine sonstige. Wisst ihr es? Weiß jemand? Okay, ich nehme euch die Antwort voraus. Es ist eigentlich ganz simpel. Es sind exakt 100 Superstars. Exakt 100. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich Daniel dessen bewusst ist, dass wir auch wirklich 100 Individuen haben, 100 Menschen, die hinter diesem Wrestling stehen, hinter diesem Business und jeder, der seine eigene Geschichte hat. Dolph Ziggler, Heath Slater, der ewig sagte, dass er Kinder hat, er ist nicht der Einzige. Das trifft auf sehr viele zu und so hat jeder Einzelne seine eigenen Bedürfnisse. Und denen sollte man auch nachkommen. Wir sind hier nicht beim Fußball, wo man einfach die ganzen Leute so dabei sein lässt. Nein, da braucht jeder seine gewisse Aufmerksamkeit und da muss man dem Ganzen nachkommen. Aber ich glaube, das sieht Daniel gerade ein bisschen anders. Der hat gerade seine eigene Agenda, hat seine persönlichen Lieblinge und die werden immer gepusht und alles. Ich meine, wenn das Ganze verdient ist, wie es bei einem Dean Ambrose ist, der den Titel verteidigt hat, bei Sasha Banks und gewissermaßen ja, auch bei einem Ty Dillinger, habe ich auch nichts dagegen. Dann hat man sich das Ganze voll und ganz verdient. Aber immer seine Lieblinge rauszubringen, dementsprechend, und die bis zum Himmel zu pushen, mit was auch immer, wir haben immer gesehen, wie schlecht das gelaufen ist. Ich meine, schau dich mal den Great Khali an, weil Vince McMahon ihn mochte. Schau dich mal Roman Reigns an, bevor er seine jetziges Persona angenommen hat. Ich glaube, da waren ihr als Fans allesamt auch unzufrieden. Und ich brauche nicht mal so weit weggehen. Wir können auch in die nähere Vergangenheit des Universe, sogar dieses Universe gehen. Schauen wir mal Daniel Bryan.
Austin Aries. Wo soll das Ganze eigentlich noch hinführen, ist die Frage. Ich kann's euch sagen, wenn das Ganze weiter so geht, ich keine Ahnung wer da. Vielleicht hätten wir in Lars Sullivan irgendwie einen Push bekommen. Ich habe absolut keine Ahnung, wo das Ganze hinführen soll. Ich bin kein Fan davon. Wovon ich ein Fan bin, ist Competition. Es ist eine Herausforderung. Es sind Superstars, die von sich selbst überzeugen. Und das macht dieses Business aus und nicht das sämtliche Herpushen. Und da komme ich direkt zu meinem nächsten Punkt. Ich meine, ihr seht, was bei SmackDown passiert. Ihr seht dementsprechend das, und das sollte das sein, worum wir uns eigentlich orientieren sollten. Wir sollten das als Konkurrenz sehen. Und als Möglichkeit, uns und die gesamte WWE als Produkt zu verbessern. Aber das sieht Daniel gerade nicht. Er hat seine Augen seinerseits eher auf Sub und sonst irgendwas gerichtet. Ich meine, jedem das Seine, aber dadurch den Fokus auf alles andere zu verlieren, ist falsch. Und wisst ihr, was ich mir dabei denke? Ich denke mir dabei, vielleicht ist es Zeit, ihm irgendwie diese Konkurrenz selbst zu bieten. Und das wisst ihr sicherlich aus der Vergangenheit. Ich weiß, wie man dementsprechende Superstars aufbaut. Ich weiß, wie man dementsprechende Storys zwickt. Und ich weiß, wie man Hype dafür aufbringt, einen Mann gegen einen anderen in diesem Ring hier zu sehen. Und vielleicht hat Daniel das Ganze ja vergessen. Und ich glaube, das würde nicht nur ihm, sondern sicherlich auch allen anderen und euch vor allem als Zuschauer, als Produkt dem Ganzen wesentlich gut tun, wenn ich euch daran nochmal erinnere, dass ich nicht einfach irgendjemanden bin, den du Ewigkeiten hinter Schreibtisch stecken kannst, um Formulare auszufüllen. Nein! Ich liebe diesen Sport und ich will diese Liebe auch in Qualität ummünzen. Und wenn es die Möglichkeit jetzt gerade nicht gibt, dann werde ich mir andere Wege dafür suchen. Ihr hört von mir und in diesem Sinne, sorry, dass ich euch mit meinen Gedanken belastet habe. Freut euch auf jeden Fall auf die Show. Wir haben einiges an Matches dabei. Ich weiß nicht, wie sehr Daniel das gucken kann in seinem Gedanken, aber ich freue mich drauf und als solches, ich darf direkt unser erstes Match verkünden. Und zwar ist es die Rückkehr gewissermaßen, vielleicht sogar das erste Match, was wir als solches hier in diesem Tag Team sehen. Rey und Dominik, die Mysterios, die ihrerseits antreten werden gegen, na, ihr seht es ja auch schon, die Good Brothers, Karl Anderson und Luke Gallows. Ja, in der Zeit komme ich langsam aus meinem Büro raus, setze sich ans Kommentatorenpult und dann sagt nur so, wie ich sehe, kommen die Leute gerade zum Ring. Ich habe bestimmt nichts weiter Wichtiges verpasst, oder? Bestimmt nur irgendwie so ein unwichtiges Zeug wahrscheinlich. Ja, so ungefähr, so könnte man das sicherlich beschreiben. Ich meine, da wird jetzt ja nicht, wie gesagt, du hast ja deine eigenen Sachen. Also, ich meine, die Crowd ein bisschen heiß gemacht auf das, was uns heute und in den letzten, beziehungsweise in den nächsten Wochen und vielleicht auch Monaten erwarten wird. Ich glaube, so kann man das am besten ausdrücken. Ja, da wird es ja nicht zwar. Okay, passt ja. Immerhin, das kriegst du. Ich meine, natürlich, das hast du bestimmt hinbekommen. Ist doch auch was Nettes, aber egal, kommen wir zu Wichtigerem. Das Match hier, wie gesehen, wir sehen. Die Mysterios sind quasi back, könnte man sagen. Also Rey auf jeden Fall. Und Dominik hat, kann ich dir sagen, seinen ersten In-Ring-Auftritt vor großer Bühne. Gratulation an ihn. Aber kommen sie denn heute auch gegen Karl Anderson und Luke Gallows an? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, da ist wahrscheinlich Rey, da fehlt Dominik noch ein bisschen die Erfahrung, die er auch seinen Faden hier ausgleichen kann. Von dem her glaube ich, das geht heute an die Good Brothers. Schwierig. Ich würde aber auch sagen, ich würde aber auf jeden Fall mit dem Tipp mitgehen, die Good Brothers, ich glaube, die machen das, weil Rey und Rey ist klar, was Rey für eine Qualität hat. Dominik, ich glaube, der muss noch ein bisschen lernen. Und deswegen glaube ich, dass er als solches noch ins Hintertreffen geraten wird und deswegen heute noch etwas Lehrgeld zahlen muss. Ja, da kann ich mich eigentlich als Zeugnis anschließen. Ich denke ja auch, dass Dominik so ein bisschen der in Anführungszeichen Schwachpunkt sein wird und da noch zu grün hinter den Ohren ist und die Good Brothers erfahrene Haut drauf und die werden das hier schon wuppen. Nein, Sieg für die Mysterios.
Ja, das ist zwar einer, leider nicht ganz so clean, denn mitten im Match kamen Herren raus, die letzte Woche nicht so gut aussahen, nämlich die Ascension. Und man hat in ihrem Gesicht schon gesehen, deutlich angepisst, was ich nicht unbedingt quasi ganz verneinen möchte. Ich meine, es macht da Sinn. Ich meine, letzte Woche wird es wahrscheinlich nicht ganz so geschmeckt haben. Auf jeden Fall haben sie die Mysterios angegriffen, immer wieder zu Boden getreten. In der Zeit haben wir auch gesehen, wie die Good Brothers sich langsam nach hinten verzogen haben, von dem nicht viel wissen wollten. Aber man sieht auf jeden Fall, wie ein Brawl entsteht, die beiden, die eben aufeinander losgehen und irgendwann die Mysterios zu Boden getreten werden. Und man könnte sagen, selbstgefällig die Ascension drüber steht. Meine Vermutung ist einfach, wie gesagt, das war Luft ablassen von letzter Woche. Ich kann es nachvollziehen, wie gesagt. Schade, dass wir in diesem Sinne eines eigentlich interessanten Matches gewissermaßen beraubt wurden jetzt durch den Eingriff von The Ascension, aber die haben eine offene Rechnung, die wollten sie austeilen und naja, vielleicht ergibt sich daraus ja was für die Zukunft. Wer weiß. Aber ja, wer kommt denn nach diesem ganzen Tumult raus? Nach diesem Match gehen wir in den Backstage-Bereich in einem sehr düsteren Setting und oh, da sehen wir Finn Balor als solches und ich glaube, der möchte auch das ein oder andere sagen. Steht auf jeden Fall vor der Kamera und nun, vielleicht wisst ihr es als solches nicht, aber ich und meine Verbindung zum Demon ist größer, als ihr es denkt. Vielleicht wisst ihr auch nicht viel über ihn. Vielleicht wisst ihr nicht viel über Balor, den König der Dämonen, der alleine durch seinen Anblick schon die Gegner in die Flucht schlägt, zur Verzweiflung bringt. Ich habe diesen Demon in die Augen gesehen und jetzt ist er gewissermaßen ein Teil von mir. Ich verkörpere ihn, so wie es kaum ein anderer tun würde. Und in diesem Sinne, Hangman, ich weiß, dass du jemand bist, der sich heldenhaft davor werfen wird und das kann ich dir nicht verübeln. Aber lass mich dir einen Rat geben. Selbst wenn du dich diesem Dämon stellst, es wird nichts daran ändern, deine Vergangenheit wird dich ein ums andere Mal aufholen und es ist gewissermaßen ironisch, der Hangman, der gehängte Mann, ein Cowboy, wenn man so möchte. Und genauso wie ein Cowboy bist du verdammt dazu, alleine durch die Prärie zu reiten. Ganz ohne irgendeine Unterstützung, ganz ohne irgendeine Hilfe durch Freunde und Kameraden. Denn all die hast du auf deinem Weg zu dem, was du heute bist, hinter dir gelassen. Und das wird dich nie wieder loslassen, denn das ist dein persönlicher Dämon. Interesting. Man merkt schon, anscheinend den Dämon rauszurufen hat wohl eine etwas interessante Seite von Finn rausgeholt. Aber was meint er jetzt genau damit? So, ich meine, er hat alle hinter sich gelassen und hat keine Freunde und Kameraden mehr. Ich meine, er hat ja zum Teil noch Leute aus der Elite und so. Gut, die sind jetzt alle bei SmackDown zum Großteil. Aber trotzdem. Das ist eine schwere Frage. Ich meine, das Ganze ergibt jetzt für mich schon wesentlich mehr Sinn als solches, weil das ist wirklich etwas, vor dem kann er nur weglaufen und dem kann er sich nicht wirklich gegenüberstellen als solches, weil wenn das so stimmt, ich meine, die beiden kennen sich ja gut und wenn er das, selbst wenn er in dem Sinne den Demon besiegen würde, Finn Balor, ich weiß nicht, ob er danach ihm wirklich noch die Unterstützung geben würde. Ich meine, die kennen sich und ob der Hangman da wirklich alleine ist, weil es ist alleine unfassbar schwer, es ist nicht unmöglich, aber es ist schon sehr, sehr schwer, wenn man da im Lockerroom keinen einzigen auf seiner Seite hat, der ihn unterstützen möchte. Ich kann es nachvollziehen, aber ich denke, da werden wir in den nächsten Wochen was vom Hangman als solches hören. Richtig, wie gesagt, er hat wie gesagt im Draft wohl etwas Pech gehabt, um es so auszudrücken, da muss ich ihm recht geben, er ist halt alleine. Aber so kann es eben passieren, würde ich sagen.
Aber ja, nachdem das vorbei ist, kommen wir zu einer der nächsten Dinge, denn ein Herr, der letzte Woche eine Herausforderung ausgesprochen hat, könnte man sagen, möchte sich beweisen heute. Und zwar ist es niemand geringeres als Ethan Carter III, EC3. Und er hat sich einen Herren ausgesucht, der, sagen wir so, auch schon ein paar Mal im Rampenlicht stand, nämlich TJ Perkins. Oder TJP in kurz. Und das ist das Match, das wir jetzt haben. Also, sagen wir so, wie gesagt, lustigerweise witzig, dass er TJP rausgesucht hat. Der Mann, der eigentlich eine Niederlage für Dolph Ziggler zufügte, der eigentlich ja eh schon sein quasi Ziel ist. Witzig, dass er genau den genommen hat. Vielleicht war es auch sein Ziel, wer weiß. Aber nichts gegen TJP, aber EC3 möchte halt ein Statement setzen, habe ich so im Gefühl. Deswegen wird es heute in EC3 gehen. Ich erkenne auf jeden Fall die Ironie. Der Mann, der Dolph Ziggler über sehr komische Wege besiegt hat, gegen den Mann, der Dolph Ziggler als solches als nächstes besiegen möchte und ihm bei nächster Gelegenheit den Titel streitig machen will. Ist die Frage, schafft er das? Ich glaube ja. Ich glaube, EC3 ist in besserer Form. Wir erinnern uns nochmal zurück an das Match mit Dean Ambrose. Das war schon ziemlich gut. Und ob TJP dem etwas entgegenzusetzen hat, ich wage es zu bezweifeln. Es ist kein schlechter, aber EC3 ist so gut in Form und so zielstrebig in den letzten Wochen. Der wird das hier mitnehmen. Ja, auch da werde ich mich wieder anschließen. Ich denke auch, dass EC3 hier dann doch besser in Form ist, mit seinem direkten Ziel vor den Augen. Vielleicht auch ein bisschen mehr Motivation mitbringt als TJP, der das vielleicht ein bisschen als Bewährungsprobe sehen kann. Mehr aber vielleicht auch nicht, wer weiß, was daraus wird. Ich denke, EC3 wird top motiviert sein und sicher durchsetzen. Schauen wir, ob es so ist. Ja. Es ist auch so. Und man muss sagen, man hat gesehen, dass TJP schon Klasse hat, aber EC3 war dann doch der bessere Mann. Gratulation dafür. Allerdings feiert er seinen Sieg nicht lange, denn er nimmt sich direkt am Mikro und sagt nur: Dolph, ich weiß, dass du mir zuguckt hast. Komm raus, verdammt. Und er wartet kurz, bis er auf der Rampe steht, er etwas unbeeindruckt und sagt nur so: Und hast du mir jetzt zugesehen? Wirst du nun endlich akzeptieren, dass ich der einzig wahre Herausforderer um diesen Titel bin? Sehe es endlich ein, du kannst sie nicht ewig vor mir verstecken. Vor dir verstecken? Ich muss nicht lügen, ich komme mir gerade ein bisschen verarscht vor, als du hast jetzt gewonnen gegen jemanden, der mich in dem Sinne unrühmlich besiegt hat. Ganz große Sache. Wunderbar, freu dich, sei stolz auf dich. Willst du das Ganze jetzt als Beweis dafür sehen, dass du Zeit eigentlich mit mir in dem Sinne in einer Reihe, in einem Gebäude eigentlich mit mir verdient hast? Weißt du was? Nein, das hast du eigentlich gar nicht beantwortet, die Frage für dich. Nein, du hast genau dieses Spotlight nicht verdient. Weißt du was? In dem Sinne, Dolph Ziggler, okay, der macht sich am Kameramann geradezu. Der nimmt sich die Kamera als solches und wisst ihr was? Nein, er hat sich genau dieses Spotlight nicht verdient. Und das werde ich ihm auch nicht bieten. Deswegen nehme ich mich und euch allesamt jetzt hier mit der Kamera nach draußen. In diesem Sinne, geh wieder zurück in den Backstage-Bereich, dass ihr bloß nicht auf die Idee kommt, dass so jemand überhaupt in einem Bereich mit dem Television-Champion zu sein hat. Und als solches den Respekt wieder dem gebühren, der eigentlich hier ist. Der Television-Champion, der alle anderen nur überschatten würde. Deswegen bin ich eigentlich, tue eigentlich eine gute Tat damit. In diesem Sinne, bedankt euch bei mir dafür und gebt mir endlich das, was mir zurecht ist. Ja, und wir sehen, wie halt der gute Dolph nach hinten geht. Und leider hat der gute Mann vergessen, dass es mehr als eine Kamera in so einem Raum gibt. Und wir sehen halt, dass der gute EC3 im Ring steht, etwas verwirrt guckt, aber dann abwinkt, denkt so, ach, war eigentlich zu erwarten. Schüttelt einmal den Kopf und geht nach hinten. Und ja, wer hätte es erwartet? Natürlich gibt er immer noch nichts auf ihn. Hätte er sich eigentlich auch denken können. Ja, also gut, ich meine, das Match, also das war ordentlich. Ich meine, EC3 hat ein weiteres Mal untermauert, dass er in guter Form ist und sicherlich auch eine Herausforderung darstellen würde für Dolph Ziggler, der ja auch in bestechender Form ist. Aber der ist gerade auf Wolke 7 im negativen Sinne und sieht nichts und niemanden als Herausforderung für sich an, außer vielleicht seiner eigenen Zeit und alle anderen, die sie ihm berauben. Ja, wie gesagt, er muss halt allerdings ab und zu verteidigen, da kommt er nicht drum rum, so sehr er es auch gerne anders haben möchte, aber das ist eben jemand, so. Jemand anders vielleicht.
als Verteidiger haben möchte. Richtig. Eben. Aber so ist das nun mal und damit wird er leben müssen. Apropos Leben. Wir haben, glaube ich, wieder einen Einschnitt aus dem Leben des Edge und Christian, oder nicht? Wir haben einen Einschnitt in der Soyuz. Die Tag Team Champions kommen raus und sie haben es ja angekündigt und als solches. Wunderschönen guten Abend, Illinois! Ihr seid doch sicherlich genauso heiß wie wir darauf. In dem Sinne, endlich zu bekannt zu haben. Was wird es sein? Das große Match beim SummerSlam um den Raw Tag Team Champion Titel. Ich weiß nicht, Christian, wollen wir es vorwegnehmen? Wollen wir es denn jetzt sagen, Edge? Wollen wir es denn sagen, Edge? Ja, pass auf, wir sagen es Ihnen. Auf drei. Eins, zwei, die Hardy Boys! Eigentlich wollten wir das auf drei sagen, Christian. Ah, ja, ja, sorry, ich konnte mich nicht halten, aber die sind also jetzt da. Okay, wir versuchen es nochmal. Ich mache wirklich auf drei, okay. Eins, zwei, drei, die Hardy Boys! Okay, ja. Und die Hardy Boys kommen nicht heraus, sondern ein anderes Tag-Team. In dem Sinne, was in den letzten Wochen zwar als Singles-Wrestler für Furore gesorgt hat, aber auch noch wissen, wie das als Partner funktioniert. Wer ist denn da? Ja, die Herren sind die Lucha Bros, Pentagon und Rey Phoenix und Pentagon ergreift das Wort und sagt nur, ja, schön für die Hardy Boys, dass ihr ausgewählt wurden, aber überlegt euch eure Entscheidung nochmal, ob das denn die Ware ist. Sind sie wirklich die Besten, die ihr haben wollt? Guckt mal lieber zu uns, den Lucha Bros. Wir haben einzeln die mit besten Leistungen in den letzten Wochen geliefert. Guckt dem mein Bruder an, Pentagon, er hat Sheamus. Er hat Adam Page geschlagen und dann hast du mich hier, der nur ganz knapp am Television Title vorbeigerutscht ist, der sämtliche Matches aber davor gewonnen hat. Überlegt euch nochmal gut, wen ihr haben möchtet, denn wir haben es bewiesen. Die WWE braucht Frisches, die brauchen mal neue Tag Team Champs und nicht so alte Herren, die nur mal wieder das alte Status Quo geben. Von dem her wäre es denn, wenn ihr uns nehmt als Herausforderung. Was haltet ihr davon? Währenddessen, die kommen aber nicht zur Antwort, werden Edge und Christian überlegen, als solches, die Hardy Boys, eben die angesprochene, kommen raus und wir hören Matt Hardy als solches, ja, oh ja, ich sehe, worauf ihr hinaus wollt, Ray, der sich immer wieder aus der Asche erhebt und Sohn eines fünfseitigen, aber... vielleicht ist eure Zeit wird noch nicht gekommen sein, denn diese Rivalität, die ihr hier gerade vor euch seht, diese besteht schon seit Äonen. Und alle, die denken, dass alle Möglichkeiten dadurch ausgeschöpft seien, zwischen Edge und Christian gegen die Entität, die als Matt Hardy bekannt ist, und seinem Bruder, Brother Nero oder Jeff und diese vielen Personen, die er hat und das Ganze innerhalb der vier Seiten dieses Rings, oh nein, es gibt noch so viele Möglichkeiten, die sich alleine dadurch bilden, dass vier Leute die sich gegenüberstehen. Das Ganze ist nicht nur eine Komponente, es sind nicht vier Komponenten, nein, es entwickelt sich dadurch ein ganzer Mikrokosmos an unbegrenzten Möglichkeiten. Ja, und wir sehen, wie dann Jeff das Wort ergreift und so, ihr habt meinen Bruder gehört und sagen wir mal so, ihr wisst ja, er ist etwas speziell aktuell, aber lasst es nicht mal so formulieren. Wir sind zwar in den letzten Wochen etwas untergetaucht, aber vergesst nicht, wer wir sind. Wir sind die Hardy Boys, eines der erfolgreichsten und meist respektiertesten Teams dieser kompletten Firma. Und wir wissen beide, was für großartige Klasse Edge und Christian haben und seien wir ehrlich, deswegen können wir auch sehr gut verstehen, warum sie uns beide gewählt haben. Denn wenn wir unsere ganzen Aufeinandertreffen der letzten Jahre angucken, TLC-Matches, 101-Matches, sämtliche Matches, die man sich vorstellen kann, wir haben das Beste aus diesen Herren rausgeholt. Wir haben Klassiker abgeliefert, die Leute noch 20 Jahre später reden. Deswegen, es ist die einzige Entscheidung gewesen, die wahrscheinlich jeder nachvollziehen kann und dann wenden wir uns nicht mal zu den Herren Lucha Bros. Also, nichts gegen euch, ihr habt auf jeden Fall große Leistungen gezeigt, aber wie lief es denn dann ausgehend das letzte Mal, als ihr ein Tag-Team-Match hattet?
glaube, das war seine eigene Geschichte. Sagen wir es so, wie es ist, nicht wahr? Deswegen freuen wir uns über diese Einladung zu gerne, nicht wahr? Nett. Oh. Währenddessen sehen wir blenden in Richtung Ring, als sie solche sehen, die Tag Team Champions, die sich anschauen und das stimmt also, aber Christian, ist dir das aufgefallen? Was meinst du, weißt du, diese komisch gebleichten Haare von Matt Hardy, das sieht irgendwie so merkwürdig aus, ich habe das ganz anders in Erinnerung. Das meinte ich jetzt nicht, Partner, meinst du eher seine Stimme? Ach, das! Yeah, das will auch als solches für mich, aber hast du dieselbe Idee wie ich? Ich weiß nicht, wieso hast du die Idee in diesem Sinne? 5-Second-Pose! Nein, das meinte ich eigentlich nicht, Christian. Aber ey, stell dir das doch ganz mal vor. Brüder gegen Brüder. Lucha Bros gegen Hardy Boys. Noch besser gegen Hardy Bros. Also, ich weiß nicht, was du denkst, aber mir gefällt die Idee als solches. Ich meine, Christian überlegt, aber ob das immer noch, ich meine, da haben sie gewissermaßen schon recht, diese unbegrenzten Möglichkeiten und die Lucha Bros. Ich meine, sie hatten einen guten Lauf, aber als Tag-Team, ich meine, wir wissen beide, dass das jeweils seine eigene Sache ist. Dementsprechend, ja, Christian, aber stell dir das doch mal vor. Vielleicht kann man es überzeugen. Ich meine, sie haben es auch ja so als Singles-Competitor geschafft. In einem Tag-Team-Match, es ist eine andere Geschichte, aber stell dir vor, wir würden aus 4 Möglichkeiten 6 Möglichkeiten machen. Es wäre das nicht sogar noch besser, wenn das Ganze passieren würde? Ich weiß, sie müssen uns erstmal davon überzeugen, also. Aber was, ich weiß nicht. Was halten die GMs von der Idee? Was haltet ihr da draußen eigentlich? Noch wichtiger, was haltet ihr da draußen von der Idee? Und die Crowd, denen scheint die Idee als solches für das Match zu gefallen. Ja, und da überlege ich auch nicht lange und sage so, klar, natürlich. Klingt auch eine gute Idee, lass es machen. Dann würde ich sagen, das nächste Match, Rey Fénix und Pentagon gegen die Hardy Boys. Und das ist das nächste auf der Card. Und wenn ich überlege, schwierig, wie gesagt, Hardy Boys, seien wir ehrlich, Matt, der aktuell irgendwie ein bisschen merkwürdig ist, sei mal so hingestellt, trotzdem absolute Veteranen des Business, Jahre hier gemeinsam schon unterwegs. Die Frage ist, kommen sie hier gegen die Lucha Bros an? Wie gesagt, sie geben recht, die letzte Leistung von ihnen als Tag Team war etwas schwierig, hatten so ein bisschen Pech, ganz ehrlich auch, aber sagen wir so, die haben gefühlt ein neues Feuer in sich erweckt, schien mir zumindest so in den letzten Wochen. Von dem her gehe ich ja sogar mal den Lucha Bros und sage, das wird ihr Sieg. Ja, sehr schwierig. Ich halte dagegen als solches. Ich glaube persönlich, dass die Hardy Boys, die sind wieder zurück als solches und mit dem x-ten Return, den sie mittlerweile machen, werden sie ein weiteres Mal zeigen, der Crowd und allen anderen und sicherlich auch Edge und Christian, dass sie diesen Spot verdient haben und wir verdientermaßen gewissermaßen einen absoluten Klassiker im Tag Team Wrestling sehen. Edge und Christian gegen die Hardy Boys und deswegen glaube ich, Matt und Jeff holen heute den Sieg. Ja, diesmal kann ich ja gar nicht so richtig sagen. Ich schließe mich an, da es zwei verschiedene Meinungen gibt im Verein. Aber ich muss ein bisschen den Lucha Bros zustimmen, dass ich auch ein bisschen finde, es ist Zeit für neue, frische Tag-Teams. Nichts gegen die Hardys. Wrestling-Geschichte geschrieben, absolut nicht wegzudenken aus dem Geschäft. Aber ich bin auch so ein bisschen der Meinung der Bros, dass bisschen frisches Fleisch ran muss an die Spitze und ich denke, Rey Fénix, Pentagon haben da immenses Potenzial, können das wirklich packen, neue Tag Team Champions zu werden, wenn sie denn hier die Hürde Hardy Boys meistern werden, aber ich bin der Meinung, das werden sie tun. Na dann gucken wir mal, ne? Schauen wir mal. Ja, tatsächlich. Gratulation an die Lucha Bros und haben bewiesen, dass hinter diesen Worten mehr steckt. Sie haben die Hardy Boys geschlagen und das wird auf jeden Fall wohl ein bisschen für Überlegungen sorgen, sagen wir so. Auf jeden Fall. Wir konnten es nicht sehen, weil wir also jetzt noch Matches haben, die vielleicht sogar drüber stehen, offenbar, die sogar noch spannender sind als das, aber stellt euch mal vor, Lucha Bros gegen Hardy Boys, das wäre ein Match, das hätte in den anderen sicherlich Pay-Per-View-Qualitäten. Konnten wir jetzt leider nicht zeigen, aber ich stelle es mir schon fantastisch vor, vielleicht sehen wir das Ganze auch in Zukunft. Aber die Lucha Bros gewinnen und zeigen, ja, vielleicht ist es wirklich Zeit, die Fackel zu überreichen und die Träger der Tag Team Division als solches werden es vielleicht irgendwann anerkennen und zeigen, unsere Zeit ist vielleicht rum und die Lucha Bros können
könnten das sicherlich übernehmen. Ich bin gespannt. Durchaus, wie gesagt, das ist das erste Zeichen. Und wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, die beiden Herren haben mich beeindruckt. Klar, das mit dem Television-Title hat nicht geklappt, aber ansonsten beide großartige Matches gezeigt, Leistungen gemacht, die mich überzeugt haben. Und das verspricht Großes. Abwarten, was da noch kommt, ne? Apropos, was da noch kommt. Wir schalten Backstage, wo wir einen deutlich angepissten Cedric Alexander sehen, der MVP ein bisschen fragt, na, wo ist denn die Antwort, die du mir jetzt endlich versprochen hast? Ich warte. Und wir warten ein bisschen und sehen, wie so ein bisschen MVP vor sich hinstammelt, so ein bisschen versucht, sein Wort zu finden. Und er sagt, gut, wenn du keine Antwort hast, dann sind wir durch. Und wir sehen, wie er schon langsam gehen möchte, allerdings mit Walter und ein paar anderen von Imperium zusammenschlüssen. Also passt mal auf, wo ihr hinlauft, verdammt noch eins. Geht das schon wieder los, verdammt. Und ja, ich glaube, das hat ein Herr noch gewittert, ne? Genau dementsprechend, wir sehen die Wut als solche. Wir sehen zwar noch die Wut als solches gerade in Cedrics Augen, wie sie in dem Sinne MVP-Geld und er ist gerade etwas, ist gewissermaßen noch wütend, aber MVP scheint es zu nutzen und sagt, Cedric, also pass auf, ich weiß, wir hatten allesamt nicht die beste Partner. Es ist nicht rund gelaufen, aber ich meine, das Ganze, du weißt doch genauso gut wie ich, dass, ich meine, du merkst es doch, das liegt nicht daran, dass wir ein schlechtes Team sind, ganz im Gegenteil. Aber, weißt du, woran das Ganze liegt? Ich meine, schau dir das doch an. Diese Vertreter, die ganze Zeit meinen, die Ehre des Sports, die Mathe ist uns heilig. Du weißt, das ist genauso ein, weißt genauso wie ich, dass das ein Unsinn ist. Nein, es ist nicht unsere Partnerschaft, die uns daran hindert, dass wir hier weiterkommen, sondern dieses Imperium, was da gerade vor dir steht. Ich meine, denk doch nach. Ja, und wir sehen Cedric, der ein bisschen kurz überlegt und man merkt so immer noch Wut drin uns. Noch ihn fast anschreien möchte, sie aber ein bisschen beruhigt und sagt, ja, ich gebe zu, wir hatten die letzten Wochen einige Probleme mit denen. Gebe ich zu, es gibt noch ein paar offene Rechnungen und, na, weißt du was, ich lasse dir das eine Mal noch durchgehen. Ich habe einen Plan. Ja, was dieser sein wird, wissen wir noch nicht, aber es verspricht nichts Gutes, wenn wir ehrlich sind. Dafür stand das Hurt-Business ja nicht immer Ding. Nicht in dem Sinne, dass sie schlecht durchgedachte Pläne hätten, aber sie waren nicht immer positiv. Ich denke nur an Alexander Wolf, ich weiß nicht, wie es dem geht. Ich hoffe, dem geht es mittlerweile besser. Na, was ich so gehört habe, so langsam wird wieder da. Er ist so langsam wieder ein bisschen im Training drin. Er scheint in den nächsten paar Wochen zurückzukommen. Vielleicht zur nächsten 1-2. Dem geht's halbwegs wieder. Von dem her, sagen wir so, er hat sie erholt, aber ich weiß nicht, was er davor hat. Möchte ihn direkt wieder verletzen? Who knows? Ist auf jeden Fall kein so guter Plan. Hoffentlich. Der zumindest wieder in diese Richtung geht. Ich habe nicht Lust, nochmal einen ausfallen zu sehen. Das ist richtig. Das wäre schade auf jeden Fall, weil da jetzt nochmal jemanden, vor allem wegen solcher Kinkerlitzchen, würde ich fast nur sagen, wegen kleinen Streitereien. In dem Sinne, um ein paar Meinungsverschiedenheiten. Aber ich würde sagen, es gibt andere Sachen, wo ich diese Wut sicherlich verstehen kann. Wir erinnern uns an letzte Woche zurück. Wir erinnern uns an das Tag Team Match, was wir live gesehen haben. MJF und Johnny Gargano gegen Will Ospreay und Kota Ibushi. Und da gab's unschöne Szenen, um es gelinde gesagt auszudrücken. Ich sag mal so, er hat halt eigentlich gezeigt, was er von ihm hält, würde ich meinen. Sehr deutlich und sehr eindringlich, würde ich sagen. Aber ja. Speaking of MJF, der darf heute ein Match bestreiten. Richtig. Und zwar hat er sich, also soll man sagen, sein Ziel diesmal ist Xavier Woods aus irgendeinem Grund. Ich meine, hat er gesagt, ich mache das heute alleine. Meine Kollegen, Brüder, nennt sich Zen Volt, in New Day bleibt mal hinten. Ich mach das heute alleine, ich stopfe ihm das Maul, hat man so unter sie mal reden gehört. Weißt du, ob er sein Maul zu voll nimmt? Denn ich glaube, MJF, den sollte man nicht so einfach links liegen lassen, wie er es da meint. Das wird Woods wahrscheinlich bezahlen, glaube ich.
Also ich glaube, die haben sich ihr Ziel als solches schon ausgesucht. Bei New Day, ja klar, man weiß nicht immer, was bei denen in dem Gedankengang vorgeht, weil das ist manchmal etwas kreuz und quer. Aber ich glaube, da ist durchaus schon Kalkül hinter und man hat, ja, Kalkül klingt so negativ, einfach ein Plan, ein Gedankengang, um die Power of Positivity, wie sie immer verbreiten wollen, auch vielleicht in Richtung MJF zu bringen, auch wenn ich eher glaube, dass sie da auf taube Ohren stoßen werden. Witzig. Und deswegen glaube ich, dass Xavier Woods das heute machen wird. Ich überlege gerade, ob MJF bisher nur Live-Matches bei uns hatte oder ob der auch mal so ein Match hatte. Aber in Live-Matches ist er ja, glaube ich, noch ungeschlagen. Ne? Da müsste jetzt 2-0 stehen, wenn ich mich richtig erinnere. Er steht insgesamt 2-0, ja. Von daher eigentlich ein guter Startpunkt für MJF. Xavier Woods will aber da sicherlich ein bisschen was dran drehen und hat auch definitiv das Potenzial dazu. Aber wie wir uns so schön so ein bisschen sagen, MJF ist mittendrin, Xavier Woods hat vielleicht ein bisschen Rost angesetzt, wer weiß. Deswegen gehe ich auch mal mit MJF. Ja. Ja, und er siegt auch. Ist auch so, und man sieht auf jeden Fall nach diesem Sieg, wie er sich im Ring wirklich feiert, sich selbst zelebriert, könnte man schon sagen. Und er sagt, er nimmt auf jeden Fall, nimmt sich das Mikro und sagt so, ja, erkennt ihr endlich meine Klasse an, wer ich Maxwell Jacob Friedman bin und was ihr mit mir habt. Seid dankbar für das, was ich jede Woche auf die Matte bringe. Aber hey, es gibt doch viel Schöneres. Ich meine, ja, ich hab endlich die Karriere des Kota Ibushi beendet. Das ist doch auch eine Sache, über die sich jeder freuen sollte. Und eigentlich könnte mir da auch einen Dank für aussprechen, denn das war lange überfällig. Aber er möchte eigentlich schon weiterreden, aber was war denn dann? Als solches, es scheint offenbar nicht so zu sein, dass die Karriere eines Kota Ibushi zu Ende ist, denn eben jener kommt gerade raus und schnappt sich am Mikrofon. Meine Karriere beenden? Meinst du, ein Match als solches würde meine Karriere beenden? Tut mir leid, dich da enttäuschen zu müssen, mein werter MJF, aber dem Ganzen ist nicht so. Weißt du, was dir als solches fehlt? Was dir fehlt, ist eine gebührende Portion Respekt. Wie du ja letzte Woche unschwer gezeigt hast mit deinem Mittelfinger, den du nicht nur deinen Gegnern, also in dem Sinne mir persönlich gegenüber zeigst, sondern nicht nur mir, sondern der gesamten Crowd in Japan als solches, die für Respekt und Ehre mehr einstehen als alles andere. Und im letzten und zu guter Letzt, dass du genauso gut gezeigt hast, was du eigentlich von diesem Business hältst. Denn genau diesem hast du den Stinkefinger gezeigt. Und deswegen solltest du eigentlich gar nicht den Platz als solches haben. Nur leider hast du gewisse Fähigkeiten. Doch ich würde sagen, dieser Respekt, dieser Mangel an Respekt wird dich auf Ewigkeit nicht weiterbringen. Und MJF merkt irgendwie so ein bisschen abwesend, sagt nur einmal so, hast du irgendwas Besonderes gesagt? Ah ja, genau, irgendwelche Worte, die mich selber eigentlich gar nicht groß betreffen. Ich meine, du weißt ja genauso gut wie ich, dass das alles nicht stimmt, was du da sagst. Das ist dir genauso bewusst wie mir und jedem in diesem Publikum. Ich habe einfach nur die Rolle von dir und jedem, der in diesem Ring irgendwie in der Nähe war, gezeigt, wo sie hingehören. Und seien wir ehrlich, nach der Schmach von diesem Mal und den letzten Monaten hättest du eigentlich direkt in Japan bleiben sollen. Ich meine, hey, so stehst du nur Leuten wie mir oder Tai oder wem auch immer ist das Spotlight. Schämst du dich dafür eigentlich nicht? Ich meine, in Japan kannst du vielleicht ein Match worken, wo vielleicht die Leute sich freuen, weil es ist der Hometown Hero. Oh, toll. Aber nicht hier. Nicht in Amerika und nicht in der WWE. Denn, seien wir ehrlich, vor allem im Gegensatz zu mir, bist du eigentlich eine Beleidigung. Denn MJF ist besser als du. Und das weißt du auch. Und wir sehen, wie der Herr sich nach hinten verzieht. Selbstzufrieden. Ja, gute Worte von MJF. Ich meine, was ist da noch anzufügen? Große Worte jetzt in dem Sinne. Man muss aber sagen, die beiden sind noch nicht
One-on-One im Ring gegeneinander gestanden. Jetzt klar, letzte Woche im Tag Team Match immer wieder gegeneinander, aber One-on-One kann das Ganze also jetzt anders aussehen. Ich denke, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Je nachdem, wann die beiden aufeinander treffen werden, vielleicht da. Ich meine, MJF hat auf jeden Fall die Qualitäten, das auch zu untermauern. Ob das Ganze früher oder später stattfinden wird, das steht in den Sternen. Ja, das steht auch in den Sternen. Aber apropos unter den Sternen. Eine Sache, die auch unter den Sternen steht, wie lange der Titel-Reign von Dean Ambrose anhält. Und den sehen wir nach der Werbepause, ne? Genau, in diesem Sinne, wir gehen in eine kurze Werbepause und danach sind wir wieder zurück. Hier, bitte Werbepause einfügen. Kauft bei Obi. Yeah. Super Baumarkt, aber ja, mach weiter. Wir sind wieder zurück nach der Werbepause, also ist und dementsprechend hier sind wir und wir begrüßen nach Tokyo Tower mal wieder zurück den World Heavyweight Champion Dean Ambrose, der sich in Richtung Ring begibt und natürlich mit einem Mikrofon in Anführungszeichen bewaffnet ist. Im Sinne, ihr seht es, da bin ich wieder. Ich muss zugeben, das Match bei Tokyo Tower hat einiges an Kraft gekostet, aber ich habe das gehalten, was ich gesagt habe. Ich habe Sami Zayn durch die Hölle geschickt, wieder zurück durch die Irrenanstalt und diesen Titel hat er mir nicht abgenommen. Und genau das werde ich jedes Mal, wenn ich in diesen Ring steige, zeigen, dass ich der beste Wrestler in dieser Company bin. Und genau aus diesem Grund hieß es am Ende des letzten Abends und auch in Zukunft wird es öfter heißen, and still your World Heavyweight Champion. In diesem Sinne wird er gerade unterbrochen, denn auf dem Titantron taucht Seth Rollins auf. Richtig, und ja, er hat ja gesagt, er hat sich über ein Ziel gesucht, er hat es so gefunden und sagt nur, Nadine, hallo. Und ja, ich meine, es gibt Sachen, die mir zustimmen. Du hast weiterhin den Titel, aber seien wir mal ganz ehrlich, bist denn tatsächlich der Beste, den du immer so von dir gibst? Denn seien wir mal absolut ehrlich, den ich vor einigen Jahren zu The Shield kennengelernt habe, der war ein harter Knochen, der hat sich durchgebissen wie kein anderer. Und bei diesem Bruder, den ich mal nannte, war absolut gnadenlos. Und keine Rücksicht auf Verluste. Einfach alles weggenommen, was ihm, was den anderen wichtig war und nur für seine Werte eingestanden. Und was ist von diesem Dean Ambrose noch geblieben? Ja, schauen wir uns mal die letzten Wochen an. Unterklassige Matches, die weit unter dem Niveau liegen von ihm, wie einem EC3, dem größten Lappen der kompletten Firma. Hast du dennoch Anerkennung gegeben dem? Wie kannst du es wagen? Und es gibt nur eine Sache, die stört mich am allermeisten. Weißt du, was das ist? Du zeigst Schwäche. Wo kommt die her? Ich meine, der Dean Ambrose, den ich mal kannte, der hätte nicht getappt gegen Sami Zayn. Der hätte ihn gnadenlos zu Boden gekloppt und er wäre nie wieder aufgestanden. Aber ja, vielleicht war es doch besser, dass ich euch damals in den Rücken gefallen bin, dass wir getrennte Wege gegangen sind. Denn seien wir ehrlich, es kotzt mich an, was eine Gestalt sich da vor mir auftut. Und deswegen, seien wir ehrlich, ist diese komplette Regentschaft, die du hast, auch ein absoluter Witz und der größte Fehler überhaupt. Aber ich kann dich beruhigen, Dean. Ich werde diesen Fehler ausmerzen. Ein für alle Mal. Denn derjenige, der sich selbst verraten hat, ist nichts weiter als ein großer, jämmerlicher Heuchler und hat diese hohe Stellung nicht verdient. Vor ein paar Jahren vielleicht. Aber jetzt ein Schatten seiner selbst, dass ich nicht lache. Und dann werde ich, früher oder später, werde ich diese Bürde abnehmen. Da kannst du dich eigentlich drüber freuen, denn dann kannst du vielleicht dich wieder auf deine alten Stärken konzentrieren, denn vielleicht erkennst du dann endlich mal ohne den Titel, was aus dir geworden ist. Aber hey, ich kann dich auch noch weiterhin beruhigen. Ich werde derjenige sein, der Raw in neue Höhen führt. Der Monday Night Messiah wird endlich alles wieder richtig hinbiegen
und vielleicht dir endlich die Augen öffnen. Und du kannst mir jetzt schon dafür danken. Wir sehen uns. Und damit schaltet sich der Titan schon aus und lässt Ambrose im Ring zurück. Okay, er lässt ihn im Ring zurück. Ambrose schaut noch etwas in dem Sinne von uns rein und sagt dann, na dann, na, große Worte also ist. Mal sehen, ob sie immer noch so groß sind, wenn ich dich also jetzt finden werde. Er geht aus dem Ring und scheint in den Backstage-Bereich zu gehen, ob er ihn irgendwie finden kann. Ob er ihn findet, ich weiß nicht. Also kann auch sein, dass es vorher aufgenommen war. Es kann sein, dass Seth Rollins gar nicht da ist heute, aber er scheint ihn auf jeden Fall zu suchen. Er sucht die Herausforderung, sagen wir es so. Ja, kennt man ja von ihm, aber das läuft nicht immer gut. Ich meine, wahrscheinlich läuft der Typ jetzt wieder komplett blindlings hinten durch und findet ihn nie. Wer weiß. Aber ja, gucken wir mal weiter. Eine Sache, von der wir auch nicht wussten, wie es jetzt weiter mit ihm ging, war ja Apollo Crews. Der Mann, der sie ja quasi für einen Monat selbst aus dem Spiel genommen hat, ist zurück, hat ein Match und so, man könnte sagen, sein Opfer heute Abend ist R-Truth. Und brauchen wir lang diskutieren, wer das gewinnt? Brauchen wir nicht? Danke, Crews gewinnt das. Ja, sorry R-Truth. Ich weiß nicht, wie du da in den Weg gekommen bist und dich immer wieder in gewisse Sackgassen läufst, aber du bist dem falschen Mann über den Weg gelaufen. Apollo macht das. Ja, es ist mal wieder ein Zeitpunkt gekommen, wo ich sagen kann, ich schließe mich da an zu 100%. Aber wenn man ja sagen muss, dass R-Truth, naja, letzte Season einige große Siege gegen AJ Styles hatte. Und ziemlich nah an Kane dran war. Ja, aber ja, nichtsdestotrotz ist hier auch Apollo Crews vor. Ja, und Apollo siegt. Ist das so? Und wie ist das gelaufen? Man hat gesehen, wie er im Ring mit ihm stand, erst bei ihm eine Rap-Nummer zunehmen wollte. Apollo ihm vielleicht einen Satz hat sagen lassen, auf die Schnauze gehauen hat, das Match wurde angeklingelt und er hat ihn basically vernichtet. Er hat gesehen, fokussiert wie eh und je, er hat quasi seine alte Stärke zurück und hat ihn ein für alle Mal aus dem Leben genommen, könnte man sagen. Sorry, R-Truth, aber das war, glaube ich, keine so gute Idee. Sagen wir so, das Match ging keine 5 Minuten, R-Truth. Hat das Mikrofon also ist direkt geschluckt, wenn man so sagen. Es liegt noch im Ring. Apollo Crews fertigt den Arm ab, Truth, also jetzt völlig ab, der am Boden liegt. Und genau dieses Mikrofon, was gerade auf dem Boden liegt, das nimmt sich Apollo Crews gerade, denn der möchte offenbar nur was sagen. Richtig, und er sagt nur, es gibt einen Mann, den ich jetzt hier draußen sehen möchte. Und der ist Zack Sabre Jr. Komm raus. Er wartet ein bisschen. Keine Antwort. Ach, so ein Feiger bist du. Okay, ich merk schon. Dann nehmen wir anders. Wenn du jetzt nicht herauskommst, dann gib mir wenigstens das, was mir zusteht. Meinen Shot um meinen United Kingdom Championship, den ich eigentlich vor meiner Suspension eigentlich schon händisch bekommen hätte sollen. Denn, seien wir ehrlich, dieses Match gegen Ospreay, ich hab's öfters gesagt, war ein Witz. Und dass du jetzt auch noch dich dazwischen schiebst, meins einen auf großen Macker zu machen und dir den Titel zu holen, ist genau so ein Witz. Von dem her, gib mir das, was mir zusteht. Und zwar sofort. Offenbar, ja tatsächlich, der United Kingdom Champion kommt da raus und hat sich ein Mikrofon genommen. Was dir zusteht? Was dir also jetzt zusteht? Ich weiß ja nicht, was dir zusteht. Ich weiß auch gar nicht, was du dir davon versprochen hast. Ich weiß, was ich dir auf jeden Fall nicht zugesagt habe. Und zwar ist das ein Match in diesem Sinne. Ich weiß gar nicht, wer dir eigentlich dieses Match zugesagt hat. Wobei ich auch eigentlich sagen kann, es ist mir eigentlich relativ gleich, gegen wen ich meinen United Kingdom Champion-Titel verteidigen muss. Denn ich werde ihn mir holen. Aber ich kann dir im Gegensatz dazu sagen, wer sich lächerlich macht. Und das bist du persönlich, Apollo. Denn dieses laute Gebrüll, wie ein Affe, der im Prinzip nur sagt, gib mir meinen Titel, Mensch, ich glaube, das merkst du genauso, dass dir das weniger hilft als solches. Und anstelle deine Stimmbänder zu trainieren und dir die ganze Zeit durch die Halle zu schreien, solltest du vielleicht eher deine Arme trainieren. Denn falls du tatsächlich auf dieses Match weiterhin bestehen solltest, solltest du genau diese Arme trainieren. Denn vielleicht kommst du dann in die missratene Lage in einem Submission rausgekommen. Und ich werde dir sagen, dann sind deine Arme schneller gebrochen, als du Apollo rufen kannst. Ja, wir sehen kurz, wie der Blick von Apollo noch finsterer wird. Und er sagt so, ja, große Worte, nichts dahinter, wie immer. Aber es gibt eine Sache, die du vergessen hast.
ich habe noch eine Rematch-Klausel. Und die habe ich nicht gebrochen. Ich habe keine mehr irgendwie blöd angefasst und damit sie gebrochen. Ich habe keine Regel mehr gebrochen seitdem. Und demher ist sie auch nicht ungültig. Und diese steht mir auch weiterhin zu. Von dem her gibt es nur eine Sache, die ich aus deinem Mund hören möchte. Und das ist, wann dieses Match ist. Ist mir egal, ob es heute ist, morgen oder sonst wann. Das Ergebnis wird dasselbe sein. Du wirst bis drei am Boden liegen und ich werde diesen Titel wieder haben. Oder möchtest du deinen Schwanz weiter hineinziehen, wie du das schon seit letzter Woche tust? Schwanz einziehen? Also, pass auf, wenn du unbedingt das Match haben willst, dann werde ich dir das auch nicht abstreiten können. Wenn du Rematch-Klaus hast, gut, dann sei dementsprechend so. Aber wenn du das Match dementsprechend haben möchtest, dann zu Bedingungen. Ich bin hier, um große Matches abzuliefern. Und welches Match gäbe es Größeres als den United Kingdom Champion-Titel beim SummerSlam aufs Spiel zu setzen? Deswegen, ich weiß nicht, wie du das Ganze durchsetzen willst und deine Rückmatch-Klausel, ob du die bis dahin einlösen kannst, aber falls wir uns sehen sollten, dann ist das genau dort. Ja, und man sieht auf jeden Fall Apollo, wie er selbstgefällig grinst und sagt so, danke, das ist das Einzige, was ich hören wollte. Es wird dein größter Fehler sein, den du je begangen hast. Wir sehen uns. Und er geht nach hinten. Er hat wohl seinen Wunsch bekommen, könnte man sagen. Und mal gucken, wie das ausgeht, würde ich mal meinen. Denn das wird wohl noch sehr interessante Konstellation. Denn ich weiß nicht, ob Ospreay das so einfach sich gefallen lässt, sag mal so, wie es ist. Da bin ich auch auf jeden Fall, vor allem da Will Ospreay, also ist ja auch das Rematch, zurecht steht, weil er hat den Titel bei Tokyo Dome verloren und er ist eigentlich derjenige, der erste in Reihe, wenn du so möchtest, für ein Rematch. Ich meine, Apollo hat das Rematch gegen Ospreay, ja, aber wie das Ganze jetzt stattfindet, das ist die große Frage, ja, wie sich das Ganze klärt. Das meinte ich ja. Ich glaube, das wird sich der gute Ospreay nicht so einfach anhören. Der wird wahrscheinlich auch noch was zu sagen, aber ich kann ihm nicht abstreiten. Die Klausel hat er. Muss mal gucken, wo das noch hinläuft. Er hat ja gesagt, SummerSlam wäre eine Möglichkeit, wenn er es bis dahin einlösen kann. Wird interessant, sagen wir mal so. Apropos interessant. Interessant wird nämlich auch das nächste Match, denn ein Herr, der ja die letzten Wochen, seien wir ehrlich, unerwarteterweise mehr auf sich aufmerksam gemacht hat, als wir es erwartet haben, hat heute ein Match gefordert. Nicht nur ein kleines Match, sondern gegen einen Herren, der eigentlich auch Namen hat und eigentlich endlich mal vielleicht die Zeit gekommen ist, das groß zu reichen, nämlich Matt Riddle hat ein Match gefordert gegen Cesaro. Und das sehen wir auch. Interessant. Ich meine, wie gesagt, Riddle mit der ganzen Hurt-Business-Sache war sehr interessant. Er war basically der Rising Star aus dieser Fehde. Und wir haben Cesaro, der Mann, der eigentlich immer so ein bisschen unter den Erwartungen geblieben ist. Aber wir wissen, wenn Cesaro einmal das entfachen kann, was in ihm steckt, dann kann der Große schaffen. Wird interessant. So, auf jeden Fall. Also ich habe ja gerade noch gesagt beim Tag Team Match, welche Matches könnten größer sein oder ähnlich groß sein. Und Matt Riddle, der ja in dem Sinne einen fantastischen Lauf hat und Cesaro, von dem ich generell sehr viel halte. Klar, ich meine, wir reden über Cesaro bzw. Claudio Castagnoli. Das ist von das Bro. Das stimme ich echt zu, Bro. Weil das ist ein Match. Auf das freue ich mich auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall auch ein sehr interessanter Clash of Styles. Wir wissen ja so, als ehemaliger MMA-Fighter, Riddle, der kann schon ganz hart zuhauen. Und Cesaro ist eigentlich ein ziemlich interessanter Techniker. Also sehr europäisches Wrestling personifiziert. Und er ist immer nur nicht Mojo Rawley. Das Danke, das Spiel. Ist ein Bug. Wir haben es ja schon mal ausgestellt, aber es zeigt es trotzdem an. Ja, eben. Deswegen sage ich nur Danke, Spiel. Aber zurück zum Thema. Ich meine, wie gesagt, wenn einer für europäisches Wrestling steht, dann Cesaro, wir wissen ja auch, hatte seine Erfolge dort. Vielleicht ist endlich die Zeit gekommen gegen einen Matt Riddle, der halt mit unter meisten Aufstand die letzten Wochen endlich mal genau diesen Punkt mal zeigen, dass er dort eben hingehört zu den Namen, die man eben auch mal beachten sollte. Das auf jeden Fall, sagen wir so. Du hast ja angesprochen, Matt Riddle als solches ja auch durchaus im Octagon gewesen, aber ich kann mir das Match als solches auch durchaus im Käfig vorstellen, denn beide sind schon Pound for Pound sicherlich einige der Stärksten. Man sagt ja oft über Cesaro, dass er Pound for Pound der Stärkste rein von der Kraft der Wrestler ist, den die WWE lange Zeit gehabt hat. Okay, und jetzt mit... Hallo Copyright! Jawohl, mit Copyright und ohne seinen Tag-Team-Partner Sheamus heute unterwegs.
Und der, was die beiden eben unterscheidet, ist einerseits, du hast erwähnt, Matt Riddle ist eher ein Striker, sehr auf seine Schläge, Knee-Striker, und Cesaro ist wirklich European Wrestling im Sinne, also ein starkes Match, was wir also jetzt hier aus dem Hut gezaubert haben oder sich hier so ein bisschen angedeutet hat, gewissermaßen. Mal sehen, wie sich Cesaro präsentiert. Ich glaube, die erste Darstellung, die wir heute von ihm haben, beziehungsweise im Singles-Bereich haben in diesem Universe-Mode. Seit langer Zeit auf jeden Fall. Sehr langer Zeit. Genau, das ist das, worauf ich zurückkommen wollte. Dass wir Cesaro ja die letzten Jahre eigentlich nur mit Sheamus an seiner Seite gesehen haben. Und deswegen uns heute sehr interessant zu sehen, wie er sich denn noch so als Singles-Wrestler schlägt. Kann er das noch? Hat er das verlernt? Wie läuft es da für ihn mit Matt Riddle? Der ist letzten Monate ja sehr. Ja, genau. Ja. Matt Riddle, der ja sehr erfolgreich war die letzten Monate. Und vielleicht das für Business, wer weiß, alleine auseinandergenommen hat im Ende. Ja, ist ein harter Gegner für uns, die Sache, definitiv. Und aufgrund dessen, dass Matt Riddle wirklich vollkommen am Start ist momentan und alles gewinnt, sehe ich ihn hier dann auch doch ein Stück vorn. Was ich nur anfügen kann, Cesaro wollte ja sogar heute alleine rauskommen, einfach um zu beweisen, dass er auch im Singles-Bereich auch ohne Sheamus Kurs erreichen kann, löblich dessen, aber ich stimme dir dazu. Ich glaube, Matt Riddle ist so, wie gesagt, gerade in Form, hat er gezeigt, der hat basically das komplette Hurt Business in einem Schwung selbst auseinandergenommen. Von dem her, das ist... Hier mit dem Dragon Screw, ganz zu Anfang. Das war auf jeden Fall ein Zeichen und deswegen gehe ich ja heute mit eben Matt Riddle eben, ebenfalls einfach aus diesem Grund. Der ist so gut in Form. Oh. Dragon Screw City! Ist halt echt so, aber deswegen. Und nochmal! Oh, Dragon Screw! Die beiden kontern sich ein ums andere. Ui, es geht auch durch. Leg Drop! Aber ja. Kelly. Ja, also ich muss sagen, ich habe ja die letzten Wochen, Monate natürlich auch Backstage verbracht. Und hab mir angeschaut, Cesaro, der ist verbissen wie eh und je, wenn das Training angeht. Da macht er keine Rücksicht. Und ich glaube, dass er hier in dem Sinne, auch wenn es ein sehr großes Match ist gegen Matt Riddle, der sehr in Form ist, glaube ich. Cesaro schafft das und ich frage mich, wie es für ihn weitergeht. Tag Team mit Sheamus, von dem wir wenig sehen. Vielleicht auch Singles. Aber ich glaube, Cesaro macht das. Wenig sehen war, stimmt ja nicht ganz. Sie waren ja... Vor zwei, drei Monaten waren sie ja im Finale des Tag Team Turniers. Im Tag Team Turnier, die waren ja Finalisten gegen, wie gesagt, Edge und Christian. Richtig. Die ja Tag Team Champions sind. Wo es wieder also nicht geklappt hat nach einigen Versuchen, weil sie haben es ja schon öfter probiert. Um ein Haar dran. Vielleicht ist genau jetzt dieser Moment, so merkt man, oh, Kipper. Das ist halt in den Uppercut, aber ja. Riddle ist da. Na, das ist halt vielleicht im Tag Team aktuell nicht probiert, versuchen wir es dann auch mal im Single. Vielleicht ist jetzt endlich die Zeit gekommen, wir wissen seit letzten Jahren. Stand einfach so ein bisschen im Schatten, der gute Cesaro. Vielleicht ist endlich mal der Tag jetzt gegen Riddle. Who knows? Und das ist natürlich, wie gesagt, wie wir es auch gerade gesagt haben, der Vorteil von Matt Riddle. Wenn es in einem Slugfest endet und die beiden sich eher durch den Ring prügeln, sieht er die Vorteile. Erstes Cover. Nicht mal eine Eins. Gerade so bis eins, wenn überhaupt. Und jetzt in den Rücken. Im Rücken kann man, wenn es in den Rücken geht, kann man keinen Dragon Screw zeigen. Richtig, aber wie du schon sagen wolltest, ich würde gegen Riddle nicht in den Tritt-Contest gehen. Das geht nicht gut aus. Tritt, beziehungsweise in einem Schlag-Contest. Und wenn es ums Technische geht, okay, Cesaro scheint sich überhaupt nicht dran zu stören. Ja, ausgewichen. Und geht hier in den Fistfight. Mehr oder weniger, oh, schöner Arm-Drag. Ja, und nochmal nachgesetzt auf den Arm. Ist noch hinterher. Ja. So, jetzt vielleicht? Oh, nee. Mit dem Uppercut Elbow. Sehr schön. Jumping Elbow sogar. Und jetzt aufs Top Row. Jetzt aufs Top Row. Oh, aber Cesaro ist sehr nah dran. Der steht aber ganz schlecht da. Ja, und sehr Riddle merkt das ja auch. Guckt so ein bisschen. Huh? Ja, überlegt, steht er jetzt auf oder nicht? Ja, Riddle kommt runter. Bleiben. Ist ihm zu nah dran? Atomic Drop. Atomic Drop. Bro. Ja, und jetzt. Fist Drop. Aber. Cesaro anwesend. Geht immer noch. Wieder dieser Standing Drop Kick. Sehr schön ausgeführt. Boah, jetzt tritt er ihm auf die Füße. Hilft ihm auf, jetzt vielleicht wieder ein Tritt? Nee. Nein. Schlag in die Magenkrumpf von Riddle. Kommt wieder auf die Beine.
Jetzt vielleicht einen Tritt in die Magen und geben. Und wieder der Dropkick. Das ist schon eine sehr technische Sache, die ihm uns auch erwartet hat. Ja, und oh, Gorilla Press? Ja, nein, kommt doch in die DDT. Die hat gesessen. Ja, geht das auch ein bisschen nach draußen, logischerweise. Muss sich kurz erholen, zieht sich dann den Ringseil her hoch, aber gut, schlägt ihn nach draußen. Geht fliegen. Und das draußen ist nicht gut als, als Antwort dessen, aber nee, kommt da sogar noch gegen. Ja, vorm abgefangen. Punch geht allerdings durch. Suplex. Nein, ja, nee. Mal mit dem Knie in der Luft kann sich befreien. Schlag noch hinterher. Superkick. Superkick. Gegen den Apron da, dieses LED-Board. Aua. Nicht schön. Aber nochmal nachsetzen aufs LED-Board. Ja. Sieht Snake aus auf das LED-Board. 6 und rein mit dir. Ja, Jungs, sehr schön. Wieder zurück in den Ring. Und jetzt. God Wrench. Ja. Hält ihn. Und das ist halt eigentlich auch, was ein Cesaro sehr ausmacht. Diese Kraft, die hat auch einen Matt Riddle. Schöner God Wrench Suplex. Deadlift ja. Sogar. Ist 2. Nee. Count. Das reicht noch nicht, um Cesaro am Boden zu halten. Weicht ja. Den Knie aus. Jetzt vielleicht nachsetzen, Cesaro. Ja, nee. Läuft in den Atomic Drop. Wieder in den Atomic Drop. Aber ich meine, nicht gerade die fairste Art, aber effektiv. Durchaus, ja. Oh, schau, der Block. Wieder in den Fistfight zu gehen. Und jetzt? Gut Wrench wieder. God nein, nee. Oh, Cesaro dreht sich raus. Sehr schön gemacht von Cesaro. Oh, und in den Shop-Shooter. Aber der wird in seinen Dingen. Ja, ja. Der Rope Break geht schon bald gar nicht. Ja. Die gehen aber in die Mitte des Rings, okay. Cover, aber das wird nicht viel bringen. Cover. 1, 2, der war enger als ich dachte, ehrlich gesagt. Aber gut. Ja. Oh, ein bisschen Schweiß im Gesicht, klar. Gut, dass die Lampen jetzt also jetzt nicht zu sehr eingestellt sind. Und wieder auf den Arm von Riddle. Jetzt aber schnell aus dem Ring rollt. Ja, schlechte Fusion, aber da fehlt einer. Ganz schlechte Idee. Ja. Fusion mit Luft oder was? Das gegen Toten. Und das nutzt Riddle also jetzt aus, um sie ein bisschen von den Fans fallen zu lassen. Ja, nee, logischerweise. Aber Konter. Genau, geht wieder aus dem Ring. Oh, ich habe ganz böse und Ahnung. Und wieder jetzt rein. Oh, stimmt. Das Duplex. Läuft noch einige Schritte mit ihm. Ja, und Headlock. Den Headlock hinein. Ja, hoch mit ihm? Nein. Nein. Riddle mit dem Jawbreaker. Stetiges Hin und Her. Geduckt in die TDT. Oh, schöne schöne Abfolge hier. Ja, jetzt vielleicht die Chance, um Riddle nochmal was Großes nachzusetzen. Nein, on track. Nee, aber jetzt Whip in diese Ecke rein und oh, Elbow. Genau läuft in den Elbow. Und haut nochmal drauf. Wieder nachsetzen, direkt nachsetzen. Elbow wieder drauf, auf die gerade standende Wunde. Genau, auf sie, ja. Und auch, glaub, sie ist auch sofort auf die Wunde. Oh ja. Ja, aber richtig. Da hat sich wirklich was geöffnet, ich meine. Nein, aber Cesaro kommt trotzdem nochmal raus. Das bleibt bei MMA-Fights ja auch öfters nicht aus, dass hier Blut fließt und ich glaube... Das ist die Chance dafür, oder? Nein. Okay, der sitzt direkt nach. Das ist richtig so. Auf den Arm. Schöner Arm-Twist. Oh, das könnte jetzt in eine ganz blöde Richtung laufen. Das ist das Gefährliche, wenn man gegen Matt Riddle im Ring ist. Wenn du da einmal Schwäche zeigst, das sieht er und das nutzt er aus. Ja. Ja. Aber Cesaro noch steht da und ja. Wieder dieser Suplex. Ja, der holt ihn wieder neu in den Ring zurück. Und schön. Aber jetzt überlegt noch wieder auf den Arm. Vielleicht jetzt, nein, aber er mit dem God seinerseits Ranch. Mit dem God Ranch. Ja, aber das soll es nicht gewesen sein. Das ist nicht einer. Das ist Nummer der zwei. Und machen wir die dritte. Und aller guten Dinge sind drei, der nächste God Wrench. Nummer 3. Hebt den aber hoch und Headlock. Sleeper Holds. Sieht nochmal. Der kann auch gefährlich sein, da ist viel Kraft hinter. Ja. Dann kann es durchaus passieren, dass du dein Bewusstsein verlierst. Aber Riddle. Ja. Boah, Matt Riddle.
Kommt raus. Zeigt die Ellbogen, kommt raus. Und wieder ein Sharpshooter Nummer 2, aber wieder sehr nah dran. Aber ja, ist nah dran. Steckt steck den Arm raus, kommt dran. Das sollte auch Rope-Break sein oder auch nicht? Nee. Two, aber. Na, Sie sagt, ärgert sich, ist wütend. Der Frust kommt langsam durch. Ja, möchte das Match hier eigentlich beenden. Ja, auf selbst schuld, kann man sagen. Wollte gerade sagen, so ein European Uppercut, das nimmt sie wieder den Arm von Cesaro zur Hilfe für den Neckbreaker. Ja, schon wieder, aber wollte ich schon sagen, wollte das aber so ein European Uppercut oder Neutralizer und die Welt sieht wieder anders aus. Ja. Nächster Dropkick. Gib mir ein paar Worte Richtung Riddle, der nach draußen flieht. Auf jeden Fall ein paar Worte, denn auch der scheint mit der Crowd zu spielen. Bei der andersrum, schöner Schlag. Riddle ist aber wieder da. Ja. Und Schlag geht nicht daneben. Das endet hier wirklich mehr in einem Brawl als in einem, normalen Wrestling-Match. Jetzt ja, und das ist das gegen die unsichtbare patentierte Raw-Wand. Richtig. Copyright ist schon mal Antrag. Ja. Bald 5 und es geht in den Ring. Ja. Ah, weggerollt. Nice. Ah, Dropkick. Ascending Dropkick. Erfolgreiche Taktik gegen ihn. Immer bis jetzt gewesen zumindest. Weniger, denn auch Riddle geht immer wieder auf den Weg. Der Knee Strike geht dann immer mit der Clothesline geht's aus dem Ring. Und jawohl. Okay. Das ist ein Duell auf Augenhöhe. Das auf jeden Fall. Wunderschön, aber Riddle kämpft es raus. Wieder auf den Kopf. Ja, außerhalb, auf den Hallenboden. Und der nächste Neckbreaker, nein, Cesaro, Kommt jetzt hier den Neckbreaker. Jetzt seinerseits greift er in die Trickkiste mit dem Low Blow. Ja, kriegt er aber nicht hochgehoben. Nee, und Riddle befreit sich. Ich glaube, der hat sein Bein dazwischen gestellt, dass er eben nicht hochheben kann. Wieder Schlag ins Gesicht und jetzt in den Godbuster. Boah, da knackt er aber zusammen. Das hat Kraft gekostet. Ja. Ja. Nochmal gegen den Ringpfosten. Und nochmal gegen den Ringpfosten. Oh nein, Spiel. Oh nein. Und Cesaro gegen den Ringpfosten. Nein, Spiel, macht keinen Scheiß. Weiter sich. 9. Und Cesaro geht in den Ring und Cesaro geht in den Ring und gewinnt. Ja, Countout. Oh mein Spiel, ey. Aber ja, Sieg. Ja, kann man von halten, was man will. Aber Sieg. Schade, aber ich glaube, da ist Matt Riddle auch die Luft ausgegangen, so ein bisschen am Ende. Ja. Mhm. Den er auch mehrmals dann in den Ringpfosten musste. Das war ein enges Duell, die war Cesaro auch nur einen, den Hauch einer Sekunde schneller. Mhm. Interesting, das durchaus, wie gesagt. Aber hey, guck mal, wo der Weg jetzt für Cesaro hinführt, würde ich sagen. Es war zwar kein Knockout als solches, aber ich würde sagen, im Gegensatz zu TJP gegen Dolph Ziggler, wo der Knockout als solches, beziehungsweise der Countout als solches auch wirklich merkwürdig war, ist das schon eher ein Sieg für Cesaro, weil die waren beide sehr nah dran. Ich will jetzt nicht sagen, jetzt hat der Last Man Standing Charakter, bei dem Gesicht, aber durchaus möglich, weil Cesaro steht hier als letztes im Ring und im Gegensatz dazu ist Matt Riddle eben nicht bis 10 in den Ring zurückgekommen. Hmm. Basically Ty Dillinger-Taktiken. Wobei Ty Dillinger das Ganze noch etwas mehr auslief. Und das hier wirklich bis 9,9 dann wieder in den Ring und Ty Dillinger wirklich. Nein. Es ist das Gleiche, aber es ist anders. Genauso wie man sagen könnte, es sind zwar gleiche Ergebnisse bei Matches, aber die können alle völlig anders untereinander sein. Das sind drei sehr verschiedene Sachen, die wir gegen jetzt gerade gesagt haben. TJP mit Countout, Ty Dillinger mit Countout, jetzt Cesaro. Es sind alles drei Countouts, aber die haben alle ihre eigenen Geschichten. Ja, durchaus. Aber speaking of Geschichten und vor allem auch eigene, Matt Riddle rafft sie nach wieder auf und es wird zu seiner Meinung gefragt. Ja, Matt Riddle, wie schätzt du jetzt die Situation ein, nach der ganzen, die Sache mit dem Hurt-Business und
dem Match jetzt hier. Sekunde! Ja, dann mache ich das eben. Er sagt auf jeden Fall, ja, sag mal so, wie man jetzt gesehen hat, aus Leistungen, aus diesen großen Leistungen letzten Monate mache ich mir nicht so viel, denn ich habe nur ein Ziel, mich von Match zu Match immer auf das Große zu konzentrieren, das, was vor mir steht. Und was ich interessant fand und was mein Auge eben halt direkt meine Aufmerksamkeit darauf gerichtet hat, war das Comeback von Batista. Das hat mich wirklich gefreut, so eine alte Legende wieder zurückzusehen. Und ich bin ehrlich, ich bin ein großer Fan von Batista, wirklich ein großer. Und ich hoffe vielleicht sogar, dass sich die Wege von uns eines Tages, vielleicht sogar in Zukunft, die nicht so weit weg ist, kreuzen einmal. Denn es wäre ein Punkt, den ich auf meiner Wunschliste habe, Jim abhaken wollte. Ein Match mit Batista, das war mein großer Traum. Von dem her, wenn ich ihn nochmal sehe, werde ich ihn vielleicht mal fragen und vielleicht finde ich mein Glück. Und damit verabschiedet er sich doch nochmal und geht dann auch. Und interessante Wortwahl von ihm, dass sich hier Batista zuwendet, der jetzt sein großes Comeback gefeiert hat. Weiß nicht, ob ihm jetzt, sagen wir so, weiß nicht, ob ihm die Leistung der letzten Zeit gereicht hat dafür. Who knows? Immer so, wenn er ein Match wie gegen Cesaro abliefert, ohne Countdown natürlich, wäre ich da voll für, weil das Match war gut und gegen Batista, ich stelle es mir ähnlich vor. Es sind zwei sehr ähnliche Typen, Batista und Cesaro, also ich kann mir auch vorstellen, ein Match zwischen den beiden, ja. Jetzt, wo ich es mir in Gedanken ausmal, würde ich so unterschreiben. Ja. Wäre auf jeden Fall interessante Art. Ich meine, die haben auch mal ein bisschen im Kampfsport zum Teil ein bisschen zu tun gehabt und so. Wäre interessant, aber mal gucken, ob das der gute Batista überhaupt gehört hat. Wird man sehen. Aber ja, nachdem das vorbei ist, schalten wir Backstage und wir sehen Sasha Banks und Bayley, die sich eben halt Backstage treffen und eben Bayley sich zu ihr wendet und nochmal sagt, ja, Gratulation für dein Gewinn jetzt bei Tokyo Tournament. Du hast es wirklich verdient. Du hast endlich gezeigt, dass Candice LeRae diesen Titel nicht verdient hat. Sascha bedankt sich und sie führt dann weiter. Aber ich meine, ganz ehrlich, du weißt genauso gut wie ich, dass ich habe genauso ein Titel, noch vielleicht sogar noch mehr ein Titelmatch verdient. Denn Lita, seien wir ehrlich, ist keine Herausforderung für dich. Und seien wir ehrlich, in ihrem Alter auch diese Titels nicht mehr wirklich würdig. Aber seien wir ehrlich, beim SummerSlam wäre doch das wahre Wirkliche, was die Leute sehen wollen und was du vor allem auch sehen willst. Das größte Match der Geschichte des Raw Women's Championships. Bayley gegen Sasha Banks. Das klingt doch das, was du dir hoffst, oder nicht? Also wir sehen Sasha Banks gerade und sie überlegt, ja, ich meine, ich verstehe den Reiz also jetzt, Bayley. Und ja, du hast recht, ich möchte das größte Match abliefern. Aber ich muss sagen, Lita hat diesen Spot schon mehr als nur verdient, weil sie hat in den letzten Monaten performt, sie hat das Number One Contender Match gewonnen, also wer bin ich hier, diese Chance abzustreiten? Und ich muss sagen, ja, du hast recht, das Match klingt zwar gut, aber auch als Freundin, ich muss dir sagen, dass du hast oft gezeigt, dass du das Ganze auch schaffen könntest und aber ich glaube, dass ich würde sagen, ja, es ist zwar schön, aber wie sollen wir das überhaupt hinbekommen? Und vor allem, du hast gegen mich gewonnen, aber reicht das wirklich aus, um das Ganze jetzt hinzukriegen? Ich weiß noch nicht. Ja, man hört auf jeden Fall, wie Bayley noch sagt, sicherlich, aber allerdings kommt sie nicht weiter, denn Candice LeRae kommt eben halt vorbeigelaufen und guckt die beiden Namen an. Sagt nur einmal etwas abfällig, ja, gratuliere Sascha. Du hast einen tollen Moment gehabt, aber freu dich bloß nicht zu früh, meine Liebe. Ich komme wieder und die Niederlage wird mich nicht davon abzuhalten, immer wieder aufzustehen und mir diesen Titel, der mir schon eigentlich von Anfang an zustehen sollte, immer noch zurückholen. Und das ist keine Frage des Wann, sondern eher das Wie. Und das Wie wirst du wahrscheinlich bald noch sehen. Definitiv. Und Candice läuft dann weiter vorbei und Bayley dreht sich zu Sascha um und sagt, ja, wenn das nicht für dich ausreicht, dass ich einmal gegen dich gewonnen habe, dann habe ich eine andere Idee.
Du weißt ja, dass du auch deine Probleme mit Candace hast. Und sie hat ja wirklich hier gedroht jetzt. Dann, wie wäre es denn, wenn ich mich um Candace kümmere? Ich werde ein für alle Mal besorgen, dass sie dir keine Schwierigkeiten mehr bereitet. Und ganz ehrlich, ich erwarte auch keine Gegenleistung dafür. Ich bin nämlich so eine gute Freundin für dich. Ich werde doch alles für dich tun. Denn, seien wir ehrlich, es wäre trotzdem schön, wenn du dich dann einsetzen würdest, dass ich doch noch in das Titelmatch kommen würde und es endlich zu dem kommt, was ich dich bitte, aber sag mal so, überlegst dir, ich tu dir jetzt mal einen Gefallen. Wie wär's denn damit? Du siehst, Sascha Blade, ich will jetzt natürlich nicht aufhalten, also ich meine, mit Candace und dementsprechend, das wäre ja. Ich meine, ich brauche mich nicht mit ihr in dem Sinne rumschlagen, weil das Ganze ist geklärt, aber meine, wenn du das Ganze in dem Sinne machen möchtest, dann kann das von mir aus in Ordnung sein. Und vor allem gibt es sicherlich nochmal die Gelegenheit, vielleicht. Ja, ich meine, wir sind immer noch Freunde, da hast du recht. Und ich überlege mal, was ich tun kann. Ja, das freut mich auf jeden Fall zu hören. Und ja, ich frage mal kurz die GMs und dann werde ich dir zeigen, dass das die richtige Entscheidung ist. Und danach kam sie eben ins Büro, hat gefragt und ich meine, hey, was klingt das denn nach einem Match, das ich ablehnen sollte? Candice LeRae gegen Bayley heute im Main Event. Die eine Frau, die mitunter vielleicht das Match des Jahres geliefert hat oder ein Anwärter dafür. Und Bayley, die, wie gesagt, die aktuelle Women's Champion geschlagen hat. Das ist der heutige Main Event und das klingt nach einem Match, das könnte gut werden. Ja, ich meine, ich stimme auf jeden Fall zu. Das Match, das klingt auf dem Tableau auf jeden Fall fantastisch und ich finde es auch gut, aber die Gründe dafür, ich weiß nicht. Ich meine, ich bin mir unstimmig. Ich meine, das Match gerne, aber unter diesen Voraussetzungen, vor allem was Bayley anbetrifft, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie einen schlechten Beigeschmack. Ich weiß nicht, was du hast. Sie hat nur bis jetzt freundlich gefragt, ob sie ein Match haben kann um den Titel. Ich meine, ich verstehe nicht dein Problem bis jetzt. Und wenn sie jetzt hier noch sich um das Problem kümmert, dann hat sie diesen Beitrag doch geliefert, oder nicht? Problem ist, ich würde fast sagen, das Problem ist gelöst. Das war jetzt, ich will jetzt nicht sagen, leere Worte von Candice, aber es ist jetzt nichts, was Sasha Banks irgendwie berühren müsste. Sie hat das Match bei Tokyo Terminal gewonnen. Und Candice LeRae muss sich einfach wieder hinten anstellen. Aber ich würde sagen, die ist so ambitioniert genug und vor allem auch selbstbewusst genug, um der Champion zu sagen, es ist hier noch nicht vorbei. Zumindest auf längere Sicht. Klar, kurzfristig mag sie gewonnen haben, aber ob das Ganze jetzt eine Drohung war, wie Bayley sagte, ich glaube nicht. Ich würde es nicht als Drohung sehen. Ja, ich meine, das kann man so auslegen, wie es will. Ich meine, sie hat ja auf jeden Fall, wie gesagt, das ist nicht die Frage der Wann, sondern das Wie. Von dem her, das kann man schon so sehen, wie man es möchte, ne? Ich meine, sagen wir so, das kann man auf jeden Fall so auslegen. Auf jeden Fall haben wir Bayley hier. Und gucken wir mal, ob sie heute in ihrem Board jetzt das Gewicht gibt. Ob sie in dieser Leistung, dass sie jetzt angefangen hat, weitermacht. Who knows? Auf jeden Fall, wie gesagt, auf jeden Fall ist das jetzt das nächste große Match für sie. Ich meine, wenn sie jetzt die ehemalige Champion geschlagen hat oder schlagen wird und die aktuelle Champion, dann muss sie eigentlich mehr oder weniger dieses Match bekommen, würde ich meinen. Sie hätte zumindest ein Ausrufezeichen gesetzt. Was es wäre so, das ist eine andere Geschichte, aber sie hat auf jeden Fall ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Ja, Candice LeRae da wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen angekommen. Ich meine, gut, wer hätte überhaupt damit gerechnet nach all dem? Vor dem Royal Rumble hatte ja nie jemand Candice LeRae auf dem Schirm gehabt. Was richtig? Bis dann zu ihrem Royal Rumble-Sieg und dann dem Women's Title-Gewinn bei WrestleMania. Aber hat sich wirklich prächtig entwickelt, Candice. In der Rangliste einige Plätze nach oben geklettert in der Zeit. Und ja, jeder sieht, glaube ich, jetzt in ihr zumindest eine ernstzunehmende Konkurrentin. Das auf jeden Fall. Mal schauen, ob sie jetzt hier wieder ein bisschen anfangen kann, wieder weiter zu klettern nach ihrem Absturz oder ob Bayley sich dann durchsetzen kann. Ich gehe spontan auf Bayley. Ich kann es aber nicht sagen, es ist 50-50 für mich.
Kann ich verstehen, aber ich sag mal so, ich sag halt, ich gehe mit Bailey einfach, weil ich sie, weil ich sag, sie hat gezeigt, dass sie zurück ist. Sie hat gezeigt, sie hat Ambitionen. Dann wird sie das heute im Ring auch bestreiten. Oder nicht bestreiten, sondern halt unterstreichen so. Und dem her glaube ich schon, dass das heutzutage oder heute Bailey machen wird. Gucken wir mal, ob es aber auch so kommt. Also ich persönlich gehe mit Candice. Die hat mich in den letzten Monaten klar. Ich meine, es geht gegen Sasha Banks, also beziehungsweise gegen bei Tokyo Trouble. Und da verlieren passiert jedem einmal. Kann jedem passieren. Ist sogar Männern schon passiert. Deswegen ist kein großer Punkt, aber ich glaube, Candice vor allem mit dem Match gegen Lita. Sehr schöner Move gerade. Hat sie gezeigt, dass es immer noch drauf hat, dass ich glaube, jeder andere, der Candice LeRae im Ring steht, gegenübersteht, außer Sasha Banks, könnte schwer werden. Sasha Banks hat die Nummer, wenn man so möchte. Und ich würde auch sagen, solange Sasha Championess ist, muss sich Candice entweder groß überlegen oder hinten anstellen. Mhm. Aber alle anderen, da sehe ich Candice durch einen kleinen Schritt vorne. Deswegen glaube ich auch, Candice macht das heute. Ganz zu schweigen davon, dass ich einfach nicht unbedingt gutheißen kann, warum Bailey in dem Sinne das Match haben möchte. Wenn man einfach sagt, okay, ich möchte in Form bleiben, ich möchte ein starkes Main Event, klar, kann ich nachvollziehen, aber das wirkt so dubios. Ja, sie hat doch ein gutes Argument, sie hat doch gesagt, sie hat erst Sasha geschlagen. Ich meine, von dem her, da kann sie durchaus dieses Anrecht stellen, würde ich meinen. Ja, wie gesagt, man kann, wenn man die Championess besiegt und dann die Herausforderin, dann bin ich auch vollkommen dafür, dass sie ihre Chance auf den Titel bekommt, keine Frage, aber unser Match, also ihr steht ja schon, dafür stand Tokyo Turmoil ja auch für die nächste Herausforderung und das ist ohne jeden Zweifel Lita. Rich? Ich denke mal, Lita wäre damit bestimmt auch nicht ganz einverstanden. Dass auf einmal richtig, das kommt, ja gut. Bailey und sonst wer mit in dem Match mit dabei ist. Richtig. Sie ist ja sogar schon so weit gegangen, hat er gesagt, dass Lita dieses Titelmatch gar nicht verdient hätte. Naja, sie hat es halt verdient, seien wir ehrlich. Sie hat diese Chance sich rechtmäßig verdient. Von dem her, dieses Argument kann ich nicht ganz unterstreichen. Eben, rechtmäßig hat sie genau dieses Match im Sinn eigentlich verdient gehabt, was eben jetzt ansteht und was jetzt mal so ein bisschen Promo gedreht wurde in dem Sinne. Das ist das Match, was gerade beworben wird. Lita gegen Sasha Banks. Aber wer weiß, wie sich das entwickelt. Ich denke und schätze auch mal, dass das Ganze so bleibt und Bailey in Zukunft sicherlich eine Chance verdient hätte auf den Titel. Schöne Hip Attack. Kick abgefangen. Candice. Ja. Boston Crab. Mit. Der liegt gut. Aber. Nein. Baby powert sich raus. Ja, geht's wieder nach draußen für beide. Ja. Wieder in der gleichen Ecke. Ich habe Sorgen. Ja, das ist jetzt mindestens ein bisschen früher noch auf der Uhr. Ja. Schöne Klaus, nein. Na, okay, alles gut. Die wollen das hier nicht so beenden, hoffe ich zumindest. Richtig, und ich glaube, das würde Bailey auch nicht unbedingt wollen, dass das Ganze hier beendet ist, weil sie möchte ja ein Statement setzen, welcher Art auch immer. Und? T-Bone-Suplex in die Ringecke hinein. Ja, sehr aber unangenehm, aber Leg Sweep. Unbeeindruckt, könnte man sagen. Ja. Vorarm schickt. Ist erst dieser Vorarm, den Bailey schon fast dann auf die Knie geschickt hat. Und jetzt kennt es? Vorarm. Clothesline. Dropkick. Ziehen die Mitte, ich glaube, noch weiter. Ja. Nee, wir wissen, was kommt. Lucky Prada. One, two. Nee. Ich bin zwei. Lucky Prada reicht doch nicht. Da muss ein bisschen mehr kommen. Vielleicht. Ja. Aber wir wissen, Ken, das hat noch einiges im Petto. Ja. Vor allem so ein Gargano Escape und sowas, mit dem sie ja schon eine
damals Sascha zum Tappen gebracht hat, könnte gefährlich werden, sag mal, wie es ist. Ich würde sagen, bis auf die letzten 5 Minuten oder letzten 2 Minuten in dem Match war auch noch alles drin und vielleicht hätten wir dann noch heute Candice LeRae als Women's Championess gesehen. Ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Aber, oder wäre eine gewesen, wurde es aber nicht. Genau so wurde es ja nicht. Oh, Bailey. Setzt an und Rose Plant. Rose Plant. Und smart weggezogen vom Seil. Cover. Der das könnte reichen. In die Nähe. Und 2. Ja, mit dem Rose Plant konntest du es ja schon damals ausschalten. Ja, für Candice reicht es noch nicht. Aus. Ja, weil das Match, glaube ich, auch ein bisschen länger zu dem Zeitpunkt ging da damals. Ja. Okay, oh. Das schnappt sich Bailey. Packt sie wieder Gory alles Special aus. In die Gory. Gory Special! Die Gory Bomb quasi. Richtig. Und das muss Candice. Ich meine, das hat Candice LeRae, ich weiß gar nicht, gegen Sasha Banks hat es teils auch gezeigt, aber genau diese Candice LeRae hat den Titel gewonnen. Und ob sie ihn zurückholt, jeder andere außer Sasha Banks, ich würde es einfach mal behaupten, hätte den Titel in dem Match abgegeben. Oh, Bailey. Oh. Und wieder mit dem Suplex. Oh, Ringecke. Ja, kein Cover. Ich hätte gedacht, das wäre eigentlich eine gute Möglichkeit, aber nicht mit Bailey. Nein. Ja, und das bezahlt sie auch. Ja, kassiert hier den Schlag. Kick allerdings abgefangen. Bei dem Clinch, Candice schubst Bailey weg. Clothesline in die Ringecke. Und einmal durchs Gesicht. Ja, Face Wash. Zweimal, dreimal. Und das ist noch nicht. Und noch mal mit ordentlich Angriff. Und jetzt Ringecke, nee. Ja, in doch, ja. Aber nee, nicht mit Bailey. Ishimoku Driver mit dem Cover. One. Two. Nein, es ist 2. Der war knapp. Ja. Nicht schlecht. Kann man nochmal versuchen. Ja. Jetzt soll ich nachsetzen. Nein. Nee. Diesmal springt sehr Candice schön gekontert. Drüber. Jetzt umdrehen. Geht in die Ringecke. Dropkick. Und jetzt gegen den Arm hier mit dem Elbow in die andere Ringecke. Oh, sie, mit Fäusten schlägt sie hier immer und mit wieder. Mit dem Fuß noch. Tritt sie auch noch auf Bailey ein. Aua. Versteht Candice langsam keinen Spaß mehr. Ich hatte mich schon gefragt, Candice wirkte zwar zerknirscht, aber selbstbewusst, aber ihre, in Anführungszeichen, wilde, beziehungsweise wütende oder auch, ja, hysterische Art manchmal. Hat sie nicht verloren. Hat sie gerade gezeigt, mit Schlägen, Tritten, allem, was sie in ihrem Arsenal hat. Die ist gefühlt noch mehr da als vorher. Und? Na, oh, oh, Eric Rana, schöner Counter, Bailey. Seil. Ja. Schön, schön ausgekontert. Aber jetzt Suplex. Nee. Breaker. Cover. Ja, vielleicht jetzt der Versuch zum Gacker. No Escape. Ja. Wenn man davon spricht, sollte kein Rope-Break sein. Ja, das muss Bailey hier tatsächlich tappen, sie kämpft. Ja! Und tatsächlich! Bailey tappt. Und Candice lacht sie aus. Ah, interesting. Candice hat gezeigt, dass sie doch nicht ganz abzuschreiben ist, könnte man sagen. Ja, dass sie mit immer noch eine ist, mit der man rechnen muss. Sie ist keinesfalls niedergeschlagen oder am Boden. Aber, nee, sagen wir so, das, man könnte sagen, die Abmachung nicht ganz erfüllt. Here is your winner, Candice. Ita hat einen größeren Kampf geliefert, als Bailey es gerade getan hat. Ja. Das ist richtig. Aber, er ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen. Aber, was man sagen kann, nach dem Match steht Bailey langsam auf und guckt sie an und schlägt auf einmal auf Candice ein, tritt ein paar Mal hinterher und holt nochmal einen Stuhl, haut noch ein paar Mal drauf und hat so ein paar Dinge abzulassen gehabt, anscheinend.
Hat sie mit Absicht vielleicht gezappt? War das Kalkül, dass er das Match zwar verloren hat, aber hat jetzt direkt nachgesetzt? Aus dem Hinterhalt angegriffen jetzt mit dem Stuhl. Oh! Immer wieder, auch auf den Arm, wie ich es gerade sehe, von Candice LeRae. Au! Ja, und nimmt sie noch einmal hoch. Rose Plant bleibt liegen und ja, man sieht, wie Bailey nach hinten läuft und irgendwie doch nicht ganz so zufrieden aussieht, aber ich weiß nicht, worauf das hinauslaufen soll. Sei mal so dahingestellt, ne? Ja, genau davor hatte ich so ein bisschen Sorge. Jetzt nicht, dass das im Match so passieren würde, aber Bailey hatte einen Plan und den hat sie no matter what durchgezogen. Und der, ach. Und vor allem, wer weiß, wie es jetzt Candice LeRae geht, die bewegt sich gerade gar nicht. Ich meine, sie steht wieder auf, aber boah, die sieht richtig mitgenommen aus. Ja, wir sehen auch, Ärzte-Team checkt etwas, dass sie... Sie scheint auf jeden Fall nicht ganz da zu sein. Das wird auf jeden Fall noch schwierig, aber gut. Sehe ich gerade, Johnny Gargano kommt auch raus und schaut erstmal nach seiner Frau. Ja, aber wer weiß, ne? Auf jeden Fall wird sie nach hinten gebracht und mit den schockierenden Bildern, würde ich sagen, sind wir durch mit dieser Raw. Fragen, wo das hingeht, würde ich meinen, ne? Das ist schwierig, aber werden wir ja sehen, ne? Ich habe eine große Frage. Wir haben so vieles, was wir in dem Sinne haben, aber bevor sich das Ganze wieder zählt, letzte Woche waren wir auch schon mit einer sehr langen Raw dabei, deswegen sage ich, wir sehen uns nächste Woche wieder. Danke an allesamt fürs Zuschauen. Haut rein und schaltet wieder ein. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.